Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter in Agony. Ich glaube, jetzt erreichten wir hier so einen Wüstenort mit schwebenden Knochen, komischen tanzenden Feuergeister und jemanden, der sich das anschaut. Was mag der Lips and Light, Priestesses? For all the wars of the world of which you are the cause, we are. Okay, wie du das so sagst. Das sieht schon wieder nach so einem Level aus, was mich sehr ärgern wird. Alle mit diesen Stegsachen haben mich alle bisher geärgert. So, ich laufe, es kommt gleich was. Es kommt gleich was. Es kommt gleich was. Bisher alles ruhig, okay. Ach, unten haben wir da Dämonen. Also unten könnten wir auch runtergehen. Scheiße, wir müssen auch runter. Ah, und so nah an den sollten wir auch nicht machen. Okay. Ziehen wir noch hier schnell die Mütze ab. Und ich hab's geahnt. Dieses dreckige Scheißvieh. Ich zieh dir mal die Mütze ab. Oh nein! Das kommt direkt auf uns zu. Dieses dreckige Drecksding. So. So, ihr glaubt an Dämon, das ist mir gerade schnurz egal. Ich will safen. So. Hier liegt eine Statue. Der schwimmende Tempel. Ach, Dämon. Hier komme ich nicht durch, okay. Ich habe keine Fackel, ganz schlecht. Kommt hoch, ja. Was da ist. Okay, da geht's auch zum Tempel. Können wir auch gleich hier reingehen. Hui. Okay, kein Blut, sondern Regenbogenfarbe oder sowas. Und wieder eine Statue. Da ist er ja schon. Ist nur der eine oder sind es zwei? Es sind zwei. Habe ich meinen Körper verlassen? Nee. Yeah.
Statue gesehen. Alice. Jetzt kannst du mich töten. Alles nach Plan. Alles gut. So. Jetzt will ich dich übernehmen. Und jetzt möchte ich gerne den anderen Dämon nämlich angreifen. So, wo ist er? Geht nicht? Dämon töten können. So, kurz orientieren. Wir müssen quasi hier hinter. Da ist auch schon unser Mannequin. Den nächsten, komm. Warum kommt da jetzt eine Schlange? Verdammt. Hey. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich bin in einer Sackgasse. Statue. Ich habe aber Angst vor diesen Krabbelfieh. Ja, schauen wir mal ab. Was hat sich das mit der Statue auf sich? Das ist ein Fähigkeitsapfel. Fahren wir mal zurück. Das ist noch eine Statue. So toll gemacht, dass man es im Dunkeln kaum sieht. So, wo ist der Fähigkeitsapfel? Da. Dann Fähigkeit gleich einpacken. So, verringert die Geräusche. Haben wir jetzt auch voll. Bestätigen. Enter. Zack, weiter geht's. Was mache ich mit dieser Statue? Ist das so gewollt? Ist das falsch? Kommen wir da weiter? Nee, ne?
weitergehen, Mensch. Ich glaube, das spackt rum, deshalb müssen wir komplett zurück. Warum das hier glänzt, weiß ich immer noch nicht. Gehen wir mal wieder zurück. Ach du Kacke. Ach toll, wir sind zurückgelaufen. Dank dieses tollen Level-Design finden wir immer weiter. Das ist... Lohnt sich da nochmal so ein... Ach komm. Da ging's ja auch nicht weiter. Sterben wir nochmal schnell. Das mag hier so sehr Wasser, das Vieh. So. Nur ein toter Dämon ist ein guter Dämon. Weiter. Ach, hier gibt's eine Statue. Sieht richtig aus hier. Also dieser komische Lichtstrahl, den man folgen soll, der backt manchmal rum. Das zeigt einen zu grob die Richtung. Kathedrale der Göttin, schnell speichern. Langsam brauche ich mal wieder einen Kaffee. So, nein, 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 nein. Was mache ich denn? Scheiße, scheiße. Oh nein. Ich bin hier irgendwie zwischengehopst. Oh, lass mich doch in Ruhe, Level Design. Ich bin doch hier wieder raus. Nee, das wird nichts. Gegenteil, ich komme noch tiefer. Da können wir da lang. Ach man, Level Design, warum tust du mir das an? Ach. Lass mich doch wieder rein. Oh, 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 oh. Ja, 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 komm, Level Design. Kannst mich doch. Los. Oh, das ist.
fallen wir mal dahin, wo wir nicht hinfallen sollen. Na los, ein Millimeter, komm. Noch ein Stupsi, Dupsi. Komm, 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 komm. Ja, dann nicht. Komm. Harakiri. Ja. Ja, ist schon klar. Das ist es, wenn man einmal zu viel hüpft, dann hüpft man zu weit raus und dann ist man tot. Das war mein Fehler. Tja, so, die Hölle geht weiter. Und wir sind... Okay, wir sind wieder da. Okay, diesmal hüpfen wir nicht rum. Hüpfen kann gefährlich sein. Gucken uns das tolle Bild an. Wow, ein tolles Bild. Eine Priesterin oder irgendwelche typischen Kerle. Gedärme und das ist ein Lachen oder so. Der eine sieht aus wie so ein Inka oder sowas. Die haben alle Messer in der Hand oder was? Hm. Okay. Die hatten wohl Langeweile. Gott sei Dank wird sowas uns nicht passieren, weil wir haben ja einen PC. Oder eine Konsole und können zocken. So. Oh, Stacheldraht? Nee, doch nicht. Auf jeden Fall eine hübsche Treppe. Treppe sei Brücke. Ja, sind ein paar Meter. Geht auch tief runter. Ich muss ehrlich sagen, ne, hier, diese Brücke ist gerade das friedvollste, was ich je in dem Spiel gesehen habe. Keine Monster, schön ruhig, man kann das ja mal genießen, schön ausruhen. Na gut, das Gelände unten hätten sie ein bisschen hübscher machen können, aber ne. Man soll ja hier hingucken. Die Kathedrale. Und jetzt ist es mit der Ruhe vorbei. Der Turm Babel. Und der sieht echt unschön aus. Klopf, klopf. Scheint sogar wer da zu sein. Das lädt er quasi ein. Hier liegt nichts. Oh, sie hat das Jesus-Baby. Jetzt hat einen Heiligenschein. Oder ist sie einfach die Mutter vom Teufel? Oh, oh, oh. So. Okay, geht's doch nicht weiter. Wieder so ein Kopf. Und ein Apfel. Wir hatten letztes Mal auch einen Kopf eingesammelt. Wir haben dann die Tür gar nicht geöffnet. Die wir hätten öffnen können. Achso, ich habe doch gerade das war wohl zu schnell. Ich hab doch gerade so einen Apfel genommen. Hm. Komisch, der brachte uns keine Fähigkeit. Hm. Vielleicht gibt es da ja was Tolles. Boah, wenn man hier hochkommt. Ey. Boah, es ist ja eine zumutbare Treppe. Also hier haben sich die Designer nochmal richtig ausgetobt. Da waren ja gerade spitze
Möpse. So. Oh. Hier sollten wir doch hin. Starting to think you'd never come. You visit us so rarely. On your knees. Oh, stop humiliating him. He's come such a long way. It's you who should kneel before him. Get up off your knees, King. Go, sit on the throne. You deserve it. So, how's it going to be? Will you stay with us? Exactly. You're the only one who has shown how much I mean to you. Neither now nor in your life did you stop murdering for me. Oh, don't worry. I remember the blood that you've spilt, and I appreciate each sacrifice of your injured hands. However, before we rise up together to the heavens, rest in the arms of my loyal priestesses. They've been waiting for you for so long. Surprise, wer hat damit nicht gerechnet? Das war das Kapitel. Haben natürlich wieder nichts gefunden. So. Oh, mal ein bisschen Palme eingebaut. Und wieder richtig weite Wege. Wir hätten uns doch mal die Türen links und rechts angucken sollen. Nimrod, my great soul hunter. You had no equals on Earth, and you continue to amaze me. I promise that your destiny will soon be fulfilled. Before you go off with me towards the light, however, prove your worth to me one last time. Among the ruins of our tower, the wildest of beasts is waiting. Prove that you are still worthy of being called the greatest hunter who ever walked in both worlds. Prove that you deserve my mercy. Kill the monster who is standing in our way. Release your goddess from the hands of brutal, masculine nature. Also wir sollen was töten. Wir sollen was töten, eine Bestie. Wir haben ja schon so oft gegen Bestien gekämpft. Und wir heißen wohl Nimrod und sie nennt uns auf jeden Fall Nimrod. Seele lösen.
Ach, Nebel, ey. Wir müssen wieder Körperteile sammeln. Mal im Spiel einbauen müssen, dass man auch mal seine Ausdauer irgendwie ausbauen kann. Okay, hier habe ich jetzt nichts gesehen. Ist das ein Bein. Wir haben ein Bein gefunden. Hurra. Ist noch ein Bild, was man sich angucken kann? Sie hat ja keine Schambehaarung. Brennt wahrscheinlich weg in der Hölle. Scheinen wir richtig zu sein. Aber ich würde gerne meine Fackel behalten. Ja, ich vergesse immer, dass sie noch leben, wenn sie den Speer durch den Körper gerammt bekommen. So, aber hier ist nichts. Schmeiß mal die Fackel dahin. Ach toll, es ist eine Pfütze. Und ich dachte wieder irgendwie so ein Unterwasserbereich für uns, wo wir hinschwimmen können, aber naja. Hier sind keine Körperteile drin. Ach, da ist was, da ist was. Was haben wir hier? Noch ein Bein.
Jetzt haben wir den Kopf, beiden Beine und jetzt brauchen wir nur noch die Arme. Nachricht von Kevin Nicholas? Nee. Ich habe einen mächtigen Verbündeten kennengelernt. Jemanden, vor dem sogar die Göttin niederkniet. In Augenblicken des Zweifels offenbarte er sich mir in seinen ganzen Ruhm und schlug einen Pakt vor. Die schwarze Stadt. Ohne ihre Beaufsichtigung, ohne Verbote und Grenzen. Dort werde ich vielleicht den Ausgang des verdammten Ortes finden. Gut. So viel dazu. Ich glaube, da müssen wir hier wieder raus. Oben konnte man, glaube ich, auch nochmal weiter. Und unsere Seele freien Lauf lassen. Da müssen wir an die... Jetzt hier noch weiter. Hier drauf. Nee. Hops. Hier geht's lang. So. Nö. Da will ich nicht lang. Oh, der Völkerzirkel. Was? Was ist denn jetzt hier bitte? Ach, die haben jetzt quasi übernommen, ja?
das war's mit dem Monsterfight. Ich habe jetzt bloß keinen Plan, wohin. Wasn't able to force the simple mind of the beast to release its full aggression. It was your naive faith that made the indestructible boundaries open for good. My hero. Thanks to you, the earth will flow with the blood of the faithful,
filling up my chalice. You've proven your manhood again. I won't forget about the promise given you. Don't worry. We will surely meet again. And now, live. Für das Ende des Menschen gibt es keine Heilung. Und man kennt keinen, der aus der Unterwelt das befreit. Hast du uns wieder gekillt, oder? Strand der Hölle? Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt die Pforte der Hölle geöffnet. Ja, das war's auch vom Spiel. Wir sind durch. Okay, wir haben halt... Sie hätten es halt nur gebraucht, damit wir den großen Dämon da steuern können. Darum haben wir die ganzen Sachen da wahrscheinlich gelernt, dass wir die Pforte aufbrechen können zum Himmel oder zum himmlischen Weg nach oben. Ja, wir sind durch. Gott sei Dank, die Hölle hat ein Ende. Endlich durch. So, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, das anzugucken. Künstlerische Leitung, ja. Oh, es geht noch weiter. This is the end. Not. Mode. Okay. Gab ja noch einen anderen Modus, den Agony-Modus. Ich weiß mittlerweile, was das ist. Der Agony-Modus ist quasi, ja, man kann, es ist dasselbe Spiel quasi, mehr Gegner, aber halt ein Labyrinth, wo man durch muss. Und bisher habe ich darüber gelesen, dass das noch beschissener ist als alles andere, was man bisher gespielt hat. Und der Succubus-Modus sieht sehr nett aus, was wir gerade gesehen haben. Aber das ist nicht, ja, ich würde es jetzt nicht spielen wollen. So, wir haben es geschafft. War eine harte Nuss, dieses Spiel. Das ist Agony, aber wie gesagt, ich bleibe bei meinen Anfangsworten. Design oder die Idee war gut. Die Umsetzung hat so ein bisschen gehapert. Ansonsten war es das auch schon wieder.
Ich feg jetzt Agony von meiner Platte weg. Schick's in die Datenhölle. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.